Das ist der perfekte Übergang dafür, muss ich sagen. Das sag ich dir, aber ohne Scheiß jetzt in letzter Zeit, ne, kam nur Dreck haben die hingekriegt. Das war, früher habe ich so die Scheiße gar nicht gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, da war so ein Dreck gar nicht drin. Das fällt ja alles auseinander. Nee. Aber jetzt werden die alle immer witziger. Guck mal, der läuft durch den Nagel. Guck mal, der ist down. Der ist down. Hat den gar nicht interessiert. Loch verschließen. Ja, du bist direkt zerfetzt, wenn du da durchgehst. Kannst nicht down gehen. Der muss auch nicht nachladen. Schon mal wieder auf. Der Junge muss auch gar nicht nachladen, der Granadier. Der triggert komplett durch, der Hurensohn. Das müssen die nie. Da war ein Header. Oh, noch einer. Aber du kannst das anders machen. Du kannst gegen das Ding da ballern. Einfach das Ding da knallen lassen, ne? Nee, du musst hier lang laufen. Ich hasse die Stelle mit dem Klingenhagel. Würde ich nicht versuchen, da ist kein Sammlerstück. Wollen wir lieber den Lenz raus? Ich glaube, hier hinten war noch ein Sammlerstück. Stimmt. Jo. Da waren die Zellen. Hab ich selber noch nicht gehabt, also mit dem Safe Game. Du kannst die Muni nehmen. Okay, weil ich habe nur noch 360. Das ist eine Ironie. So. Welch eine Ironie. Zuerst stirbt die Kaiserin, dann eine Hure. Welch eine Ironie. So. Die Maschine hat da was entdeckt. Was hat die Maschine da entdeckt? Firewing. Kein Harzer, das war ein Locus. Firewing, das sind die geilen Codierungen. Firewing am Boden. Oha. Da hat das Birnchen. Da hat das Birnchen geknackt. Ja, vor allem hier ist noch so. Seitenwechsel, Jörg Malcho. Ja. Malcho am Boden. Der ist direkt weg. Guck mal, der friert doch sicher. Der friert doch sicher. Na, gleich kommen die mit dem Boomer-Schild. Okay. Berg, wie ist dein Status? Nicht gut, Mann. Wir sind eingeschlossen und der Zentaur kriegt viel ab. Guter Wurf. Oha. Boom. Denn die Boomer-Schild da jetzt gleich eigentlich kommen? Am Ende, ja, ja. Wenn der längere Weg kommt. Ich meine, jetzt müsste der kommen, ne, oder? Da war das. Saturn, Ringer, Basketball. Bereit. Bereit. Ich zieh rüber. Jetzt müssen die kommen. Ja, jetzt kommt der, glaube ich. Ja, da kommt er. Willst du die hier sammeln, geil, oder? Geil, wenn die... Was sammeln? Die Boomer-Schilde, dann kannst du auch durch den Hagel laufen. Ja, ich würde am besten auch einen nehmen.
letzte, die wir hinkommen lassen müssen. Aber du kannst auch alle töten, dann ist der Nebel auch weg. Der Nebel. Der Hagel. Das bringt gar nichts. Dann töten wir einfach alle. Wo ist der letzte? Aber der Pascha-Gewehr für die. Meine Adleraugen sehen alles, okay? Der war wahrscheinlich down. Ja, irgendwie so, ich werf eine Granate rein. Jo, schmeiß die mal außerhalb des Lochs. Jetzt ist einer im Loch. Ich hol den Granadier. Mach du das heiße Kettensignal als Markus. Da war Ernte Markus, da hat er das. Ah, jetzt ist er LPG Markus. Da hat er das Herrengedeck verteidigt. Am besten ist immer noch eine Motoröl Markus. Weil ist aber 4. Ja, da gibt's den. Da kann man das mit dem machen. Wie sieht's mit dem Centaur aus? Kleine Schäden, die Reparatur wird nicht lange dauern. Reavers! War ja klar, jetzt kommt ein Reaver, ne? So wie immer halt, ne? Uns. Ja, vor uns, ja. Aber ich muss sagen, jetzt kommt man mit der Geschwindigkeit mit vom Spielen. Ja, ist eine Gewöhnungssache. Weil ich hier so schade finde bei der Gorgon. Ist, dass die so langsam ballert, aber im Aktiv ist sie richtig stark, die Salve. Dann lass uns hier endlich abhauen. Zentrale, gibt's was Neues von Jack? Positiv, Delta. Folgt der alten Transportstraße, die auf den Berg führt. Wenn die Daten stimmen, solltet ihr den Eingang in den Berg am Ende der Straße finden. Verstanden, Zentrale. Delta, Ende. Wir finden den Eingang und dann... Ah, du kannst den Turm machen. Aktivieren, ja. Jacks Peilsender und heizen den Schweinen mächtig ein. Warte mal, wo müssen wir lang? Hier lang. Mit A kannst du den Boost machen, ne? Jo. Sogar mit Active. Drück das vor uns! Fahr anständig, Markus! Los, Markus, wir sollen nicht treffen, wenn du so fährst! Spreeball! Machst du, ja? What's the... Guck mal, der Reaver. Jetzt sind wir tot. Der Reaver, ne? Der hat die beste Kollision, muss ich sagen. Weil der ist stärker als dieser Panzer. Ja, der Panzer ist nicht von Thyssen. Der wackelt so. Der wackelt so lustig, der Panzer. Der ist ja nicht von Thyssen, deswegen. Ja, weißt du, der Ding ist wie so ein Geländewagen, hat der auch so eine Federung. Hängt das bei dir auch ab und zu? Oh, leckt aber ganz schön. Ja, okay. Ja, der leckt so komisch bei mir. Die Karre brennt, ein bisschen regenerieren lassen. Macht der Betolli, ja. Jetzt ist sie regeneriert. Wahnsinn!
wie der Cold hat feiert, ne? Ja, das ist die Fleisch. Jetzt kommt die Scheiße mit den Löcher in den Dingern. Hier müsst ihr richtig vorsichtig fahren. Vor allem, dass man die Drecksviecher nicht sieht, ne? Wie die da schießen. Na, ich wusste das mal auswendig, wie du hier rüberfahren konntest. Bin ich hier blind durchgefahren. Das war das Geilste. Aufpassen. Sollen wir aber geschafft haben, ja. Jetzt kommt aber nochmal so eine Szene. Gut gemacht, Markus! Liebe! Würde ich... Der Pillar von Frost da. Der Kuschbruder. Der Pillar von Harzmann. Warte mal. Scheiße, ich weiß nicht, ob der Mist fällt. Wird schon. Jo. War der St. Martin, den du da gerade gemacht hast. Aber der hat seine Dinge nicht geteilt, weil das zu kalt war. Das war wirklich knapp. Beim nächsten Sehen. Firewings. Zieh einfach durch. Riva! Wie der da immer schreibt. Riva am Boden. Ja, das ist der nächste. Da ist ein Firewing. Der ist platt. Der matcht da schön in die Menge rein. Schön für ernst gemeint 2.0 Moped. Komm mir irgendwie länger vor mit dem Panzer hier rumfahren als sonst immer. Ja, du kommst ja. Du musst den oben auf den Berg wegschießen. Ja, jetzt kommen da auch gleich noch die Seher. Da oben, die da Sieder. Sind die beiden. Da ist die Sieder. Ich glaube, ich treffe die auch wieder. Ich treffe die doch. Doch, von hier aus triffst du. Ja, nee, so weil die nicht rot waren. Kannst fahren? Sieder am Boden. Das ist der Geheimtrick, weil wenn du da so. Weil wenn du da so durchfährst, du gehst direkt platt. Natürlich kannst du die Dinger auch da oben dran lassen. Versuchen die krasse Fickmaschine zu machen, da einfach durchzufahren. Da muss ich ja am Rücken kratzen, deswegen fahre ich gerade so ein bisschen wie eine besenkte Sau. So. Ey, der Nächste, der mich fragt, warum bei ihm keine Portweiterleitung steht. Die Leute können keine Kommentare lesen. Nee, ist anscheinend kein Schulabschluss vorhanden. Warum sind die eigentlich alle so blöd in der Birne? Ich glaube, dir müsste ich das nicht mehr sagen. Du würdest dir direkt jetzt selber beantworten, warum das bei denen nicht steht. Ich könnte, aber in einem anderen Ton. Und du hast den Baum mitgenommen?
Ja, aber den kann auch fahren, ne, ja. Der alte fickt mich. Nee, das war runter mit der Rübe, wie du mal sagst. Das war der Fickfehler heute, Michel, stimmt. Der ist richtig gefährlich, der Fickfehler Holzmecher. Wenn du den Reuden da antworten willst, der hat ne, schon viele kannst du das gerne machen. Na, mach ich nachher, wenn Pause ist. Boah, was war das denn für ein epischer Move, den du da gerade gezogen hast? Was meinst du, meinst du mit dem Lenken oder was? Das war gerade bei mir so richtig eklig am Wackeln. Bei mir hat es geleckt, also was heißt geleckt, das hat wieder gar nicht dieses Standardding, du weißt ja immer, dieses, das da nachladen muss so. Weil ich spiele das ja gerade auf dem Windows 98 PC. So. Das ist einer! Der ist weg. Kommt diese Scheißstelle da unten. Im Glockenturm da. Ich habe jetzt gerade einen Active gemacht und jetzt ist der Active wieder weg. Ja, klar. Komm zu mir. Die Männer mit dem großen Arm. Da habe ich jetzt auch gehört. Ja, das ist halt die Geheimkodierung. Ich will aber mal überlegen, eventuell das noch irgendwo reinzurennen, dass die Leute das finden müssen in dem Video. Firewing und ja, einen hab ich platt gemacht. Halte auf den Turm nur drauf. Ja, das ist unlogisch, das check ich nicht. Guck mal, der Turm müsste schon lange liegen. Das ist jetzt der dritte Active. Ich weiß. Oh ja, ich stimme zu. Zentrale Delta hier. Wir stoßen nach Mount Kadar vor. Kann sein, dass der Funkkontakt bald abbricht. Warte, bis er sich regeneriert hat, das Fahrzeug. Roger, Delta Ende. Okay, wir sind drin. Und nun? Wir suchen nach Locus. Mein Gott, ganz ekliger. Also ist ein Fehler, wo die Karre hängen bleibt. Kein Problem, Mann. Ich liebe Auswärtsspiele. Die Fleischwurst. Klasse. Wie sollen wir hier auf etwas schießen? Hey, jemand soll gefälligst die Stadionbeleuchtung anwerfen. Frieden. Ich werde voll vor das Ding gefahren. Vor sein Gesicht. Dom, den Scheinwerfer. Hier können überall Locust sein. Ja, das ist aber nicht meine Schuld. Vor allem überall vielleicht. Das ist so unlogisch. Das sind teilweise so Pixelfehler. Wo du hängen bleibst. Was ist denn jetzt für ein Bug? Ich weiß es nicht. Mama, Papa. Hast du gesehen, ich hab das Ding aktiviert, aber der ist normal gefahren. Komm, mach nochmal einen Boost-Sprung. Jagd-Tiger King. Der Boomerang ist tot. Ich habe ihm im Kopf geschossen. Das wäre lustig, wenn du den schon vorher flocken könntest. Hey, fahr nicht schon an den Abgrund, ja? Immer mit der Ruhe, Co. Du Fleischwurst. Bei diesen Dingern wird mir immer kurz übel. Dann sitzt du am besten neben Markus. Genau. Mist. Ach, kommen jetzt nicht die 80 Korpse? Stromausfall. Wirklich? Wirklich? Ja, Mann, ja. Komm schon, Bert, mach schneller! Schnauze, ich tu, was ich kann! Da ist der erste. Zweite. Oh,
Okay, ich finde diese leuchtenden Augen immer so lustig. Weißt du, die hätten locker das Ding weggeschickt, so, ne? Ja, ja. Aber die trauen sich wenn nicht, wenn die alle draufgegangen wären. Komisch, Cole. Das wollte ich auch gerade sagen. Hä? Ich hänge fest. Ach, das ist die Leiche vom. Und da war die Schädelplatte oder so von dem, wo ich noch einmal gegen gefahren bin. Endlich ist das hell. Sie kommen! Boom! Alter, also, guckst, wie klein der ist, wenn du in dem Panzer bist, ne? Der ist weg. Links, bleib stehen. Was war das denn für ein Bug? Ist weg. Hast du den Bug gerade gesehen? Der war down, der war tot und dann schießt er die Raketen einfach los. Hab ich auch gesehen. Peter von Froster ist online. Markus, bist du verrückt? High Open Beziehung. Hey, was machst du denn? Warte. Also mein Part wäre in 2 Minuten bei 24. Ich habe 22. Ich habe auch 22. Was zum Teufel macht der? Dann können wir eigentlich auch nach vorne verschieben. Ihr Penner habt meine Station gesprengt und Franklins Außenposten wurde überrannt. Wo sollten wir denn sonst hin? Und ihr dachtet, hier unten wäre sicher. Nirgends ist es mehr sicher, Junge. Ein paar Monate hatten wir hier unsere Ruhe. Aber ihr musstet ja die Straßen und Nexus belagern. Jetzt tauchen sie auf einmal an unerwarteten Stellen auf, entführen Leute, quälen sie. Nexus? Ja, Nexus. Hast du was mit den Ohren? Aus Nexus kommen die ganzen Locus. Und wie kommen wir von hier aus dahin? Ihr müsst über den See. Das trauen sich aber nur Locust. Der See ist gefährlich. Das ist es überall, oder? Cole und Bert, ihr beide begleitet diese Leute an die Oberfläche. Dom und ich gehen zu Fuß weiter. Was? Aber sie sterben sonst. Wenn wir Jacks Signal aktiviert haben, folgt er uns dann in den Grindlifts. Aber wir... Bert! Gleich bedankt er sich wieder für deine geschätzte Meinung. Komm schon, Mann. Sammle deine Leute und begleite sie, alter Mann. Wir bringen euch in Sicherheit. Einen Augenblick. Bedeutet das, dass wir dann in eurer Armee kämpfen müssen? Weiß ich nicht. Aber hier könnt ihr nicht bleiben. Warte. Hast du vielleicht diese Frau hier gesehen? Sie heißt Maria. Hübsch. Ja. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist sie mit einer der anderen Gruppen hier unten gewesen. Stu's Gruppe vielleicht. Aber die wurden gefangen genommen. Oh nein. Die Gefangenen. Wurden sie von den Locust nach Nexus gebracht? Wahrscheinlich. Oder in nahegelegene Arbeitslager. Wie finden wir die? Bei der Hauptstraße in der Nähe vom Damm gibt es einen Pfad, der dorthin führt. Danke, alter Mann. Was auch immer du vorhast, da kommst du nicht rein, wenn du kein Locus bist. Hey, Markus, was, wenn das Peilsignal nicht funktioniert? Dann wird Jacinto bald hier unten landen.